Kiefersfelden, am Schwarzen Berg ist es am Donnerstagvormittag zu einem Waldbrand gekommen. Am Abend lodern die Flammen immer noch und breiten sich weiter aus. Der torfhaltige Boden auf dem Schwarzen Berg in Kiefersfelden glimmt. Durch den Wind hat sich die Glut im Laufe der Nacht auf etwa 500 Meter mal 300 Meter ausgebreitet. Erst seit etwa 4.45 Uhr regnet es vor Ort richtig. Die Wache der Feuerwehr auf der Ramsauer Alm löste in der Nacht keinen Alarm aus. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt Rosenheim nimmt um 7.30 Uhr ihre Arbeit wieder auf. Die Hubschrauber für die Löscheinsätze werden um 8.30 Uhr erwartet. Auch die Rola-Kameraden sind bei den Löscharbeiten am Donnerstag mit vor Ort gewesen am Schwarzen Berg. Demnach sind am Abend 10 Löschhubschrauber im Einsatz gewesen, 3 davon von der Firma Heli Austria. Der angehende Föhnsturm hat die Arbeit zusätzlich erschwert. Auch die Feuerwehr Kufstein ist mit rund 20 Mann im Einsatz gewesen. Ob der anhaltende Regen dabei geholfen hat, den Waldbrand am Schwarzen Berg einzudämmen, ist derzeit unklar. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilt, wird das Landratsamt weiter informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Unterdessen haben Leser uns Bilder des Waldbrandes geschickt. Die Hubschrauberflüge, um den Brand auf dem Schwarzen Berg in Kiefersfelden zu löschen, sind aufgrund der Dunkelheit eingestellt worden. Geplant ist, die Flüge Freitagmorgen um 8.30 Uhr wieder aufzunehmen. Der Waldbrand ist nicht gelöscht. Eine Gruppe der Feuerwehr verbleibt als Brandwache an der Ramsauer Alm. Zudem stellt die Polizei eine Sicherheitswache im Mühltal. Die Löscheinsätze der Hubschrauber werden mit Beginn der Dunkelheit eingestellt und Freitag früh fortgesetzt. Ein Hubschrauber mit Nachtsichtgerät bleibt zur Überwachung vor Ort. Zudem stellt die Bergwacht eine Drohne zur Verfügung. Bei einem Überflug über den Schwarzen Berg in Kiefersfelden stellte Kreisbrandrett Richard Schrank fest, dass der Brand etwa 300 bis 400 Meter breit und die Länge aus der Luft nicht einschätzbar war. 9 Hubschrauber sind im Einsatz, mehr sind aufgrund der Tallagen nicht möglich. Die Einsatzkräfte richteten zur Ramsauer Alm einen Pendelverkehr ein, um Löschwasser auf den Berg zu bringen. Feuerwehrkräfte nässen den Boden, um ein Übergreifen der Flammen auf die Alm zu verhindern. Der Waldboden wird als dorfartig beschrieben, was die Löscharbeiten erschwert. Insgesamt sind am Abend 250 Kräfte von Feuerwehr, Bergwacht, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Der stellvertretende Landrat des Landkreises Rosenheim Josef Huber machte sich im Einsatzgebiet ein Bild von der Lage. Er lobte die Einsatzkräfte für ihre hervorragende Zusammenarbeit und hohe Motivation. Seine Hoffnung für die Nacht sind viel Regen und kein Wind. Der Waldbrand in der Gemeinde Kiefersfelden ist nicht unter Kontrolle. Angefacht von einem böigen Wind breiten sich die Flammen weiter aus. Derzeit sind 8 Hubschrauber im Einsatz, ein 9. ist im Anflug. Die angeforderten Flughelfer aus Bad Tölz sind im Start- und Landegebiet der Hubschrauber in Mühlau eingetroffen und unterstützen die Flughelfer aus dem Landkreis Rosenheim. Die Hubschrauber bringen mit sogenannten Außenlastbehältern Löschwasser in den Bereich des brennenden Bergwaldes. Sie haben ein Fassungsvermögen von 900 Litern, 1000 Litern, 1500 Litern und 4000 Litern. Der Waldbrand in der Gemeinde Kiefersfelden kann nur aus der Luft bekämpft werden. Das Gelände ist so steil und die Winde so unberechenbar, dass Einsatzkräfte nicht in die Nähe des Brandherds eingesetzt werden können. Sie haben sich über die einzig mögliche Straße dem Feuer genähert und positioniert, um ein Übergreifen der Flammen auf die Ramsauer Alm zu verhindern. Die Personen, die sich auf der Alm aufhielten, wurden evakuiert. Aktuell sind rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht im Einsatzgebiet tätig. Zur Versorgung der Hubschrauber sind weitere Flughelfer aus Bad Tölz angefordert. Aufgrund des Waldbrandes im Gemeindegebiet von Kiefersfelden hat der stellvertretende Landrat des Landkreises Rosenheim Josef Huber den Katastrophenfall erklärt. Es gibt 2 Gründe für diese Entscheidung. Zum einen handelt es sich um ein koordinierungsbedürftiges Schadensereignis, da hier verschiedenste Einsatzkräfte unterwegs sind. Diesen Einsatzkräften werden alle Mittel zur Verfügung gestellt, um den Brand zu löschen. Zum anderen gibt es eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes, dass starke Sturmböen zu erwarten sind. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd soeben mitteilt, hat das Landratsamt Rosenheim wegen des Waldbrandes am Schwarzen Berg in Kiefersfelden nun den Katastrophenfall ausgerufen. Am späten Vormittag des 9. August wurde der integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bereich der Ramsauer Alm gemeldet. Es konnten dann durch eine Streife der Polizeiinspektion Kiefersfelden ein
offenes Feuer und starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Brandherd liegt an einem zu Fuß unzugänglichen steilen bewaldeten Berghang unterhalb eines Gipfels. Daraufhin wurde die Hubschrauberstaffel der Polizei alarmiert. Gleichzeitig wurden die umliegenden Feuerwehren ebenfalls verständigt. Im Moment ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. Über die Dauer der Löscharbeiten kann im Moment nichts gesagt werden. Im Moment wird auch die Ramsauer Alm von der Polizei und der Bergwacht vorsorglich evakuiert. Der Brand erstreckt sich in einem Gebiet von mindestens 30 auf 70 Meter. Im Einsatz sind 4 Hubschrauber der Polizei, 135 Feuerwehrleute sowie 30 Bergwachtler und mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei. Nach wie vor läuft der Einsatz am Schwarzen Berg nahe Oberaudorf. Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Waldbrand einzudämmen und zu löschen. 3 Hubschrauber sind derzeit am Schwarzen Berg im Einsatz. 2 Maschinen versuchen, den Brand zu löschen. Die dritte ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und untersucht den betroffenen Bereich. Momentan arbeiten Retter weiterhin intensiv daran, den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Trotz intensiver Löscharbeiten gelingt es den Feuerwehren momentan nicht, den Brand endgültig zu löschen. Immer wieder schüttet ein Hubschrauber Wasser über der Einsatzstelle ab. Bisher ohne Erfolg, heißt es laut Informationen von vor Ort. Nach neuesten Informationen von vor Ort, sei der Hubschrauber gerade dabei, die Brandstelle zu löschen. Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, gab auf Anfrage von Rosenheim 24 nur an, dass die Polizei 2 Hubschrauber angefordert hat. Einer davon soll bereits auf dem Weg sein, um sich die Waldstelle von oben aus anzusehen. Damit könne man sich ein besseres Bild von der Situation machen. Eventuell kommt noch ein 2. Hubschrauber hinzu, bei Bedarf mit einem Löschbehälter. Der genaue Ort, an dem die Rauchentwicklung gesichtet wurde, befindet sich in der Nähe der Ramsauer Alm am Schwarzen Berg. Erst am Mittwoch haben Einsatzkräfte im Nationalpark Berchtesgaden einen Waldbrand erfolgreich bekämpft. Laut ersten Informationen soll in einem Waldstück, das zwischen Mühlbach und Oberaudorf liegt, eine starke Rauchentwicklung zu sehen sein. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sind vor Ort. Auch ein Hubschrauber ist zur Stelle,